Servus, mal wieder ein kleines Shout Emotions. Hier haben wir ein kleines, was heißt klein? Ja, angenehme Größe. Salzwasserbecken. Wir haben hier ein Poolbecken. Die drei Scheiben sind in Weißglas. Die Länge ist 90 cm. Die Tiefe ist 65. Oh, lass mal laufen, muss gucken. Ja, 65. Nochmal, die Länge ist 90, Tiefe ist 65 und die Höhe ist 40. 45. Ja, heute läuft's. Lass laufen. Ja, auch sowas kommt mal vor. So, nochmal. 90, 65, 45. So, jetzt habe ich's. Die drei Sichtscheiben sind aus Weißglas, die Rückwand in Schwarz foliert, Überlaufschacht hinten in der Mitte, wie ihr seht, auch in Schwarz. Und der Unterbau haben wir hier, oder hat sich unser Kunde gewünscht, in dem Anthrazit-Perl. Nicht mit Türen, sondern mit Magnethalter. Ich mache sie mal weg, dass man die Filtertechnik sieht. So, wie man sieht hier an der Anlage technisch mäßig nicht viel. Das Technikbecken hat eine Länge von 70 cm, eine Tiefe von 50 cm und eine Höhe von 45 cm. Der Kunde will die Anlage mit so wenig Technik wie möglich betreiben. Deshalb auch kein Fließfilter oder sonst irgendwas. Die Pumpe, Abschäumer und die Nachfüllanlage übernimmt er aus seiner bestehenden Anlage. Zur Verrohrung, hier ist der Hauptablauf, geht durch den Kugelhahn, hier dann ein Abteil. Quasi dann eine Abteilung für zwei Filtersocken. Wir haben hier unsere eigene Filtersockenhalter, die sind dann passend für die Höhe von unserem Technikbecken angefertigt worden. Und ja, dann läuft es hier, macht es einen Bogen, sammelt sich hier, macht einen Bogen und läuft dann in die jeweiligen Filtersocken rein. Geht dann rüber in die Technikkammer, da ist dann nachher dann der Abschäumer drin. Ich glaube, er verwendet einen Deltec-Abschäumer, welcher genau, weiß ich allerdings nicht. Und dann kommt dann hier schon die Kammer für die Rückförderpumpe. Wie gesagt, die hat er auch schon. Und hier ganz rechts seht ihr dann das obligatorische Nachfüllbecken fürs Nachfüllwasser. Einen relativ dicken Anschluss für die Rückförderleitung, weil er hat mir gesagt, seine Pumpe hat einen Schlauchanschluss von 32 mm. Also kann er einfach dann mit seinem Silikonschlauch hier auf die 32er Tülle draufgehen. Ganz einfach. Ja. Short Emotions heißt kurz und knapp, kurzes, knappes Video über die Anlage und das war's dann auch schon. Dann bis nächstes Mal. Ciao!